Hallo Leute, hier ist wieder MacFist 2051 mit Varuna MC. Und wir sind zusammen auf dem Skype Factory Server, wie immer. Genau, und auf der Monsterfalle. Ja, wir sind wieder auf Monsterfalle. Varuna darf noch einmal A schreien. Ah! Oh, jetzt hätte ich fast A wirklich geschrieben. Ja, du bist fast runtergefallen. Ja, ich bin das Haus ist schön geworden. Genau, deshalb. Oh, und da ist ein Block falsch platziert auf dem Dach. Rechts. Der weiße Block, der da liegt. Ah, okay, ja. Der ist so offensichtlich. Ja. Wir sind hier oben, weil ich euch einfach das Haus zeigen wollte, was ich mit Shadow TF zusammen fertig gebaut habe. Und weil leider die Monsterfalle im Weg steht. Wir haben schon beschlossen, dass wir die demnächst mal wegräumen. Dann haben wir hier bessere Sicht. Steht das Ding nicht so mittendrin. Weil ich gucke jetzt. Ja, mal, und wir haben inzwischen. Sorry. Ob ich da rüberkomme. Ich gucke nicht. Ich check wieder nicht wieder. Ah. Muss Shift klicken. Ist da irgendwo ein Anker? Nee, Traveler's One. Ach so, da braucht man gar keinen Anker, um irgendwo hinzukommen. Nee, du musst nur gucken, dass du auf den Plattformen spawnst. Ah, praktisch. Ja. Ja, nee, wir haben zwischen den Traveler's Wand und wir kamen auch viel weiter zu irgendwelchen Ankerpunkten reisen, die wir ja mal angelegt hatten. Ja, so zum Beispiel hier. Ja, stimmt, man kann ja auch einfach so reisen. Uah. Nein! Guck nach oben und klick dich hoch. Ich gucke doch nach oben, dachte ich. Ja, aber der. Das ging nicht, verkackt. Der teleportiert dich nicht ewig weg. Oh, hier ist wieder irgendwas vollgelaufen. Es geht bei mir wieder tumpen los. Wahrscheinlich hat irgendjemand wieder alle Eimer weggeräumt. Was ist denn? Was ist denn? Warum, der Planter ist voll mit Holz. Ach so, okay, da ist nur ein Stack reinpasst. Aber hier, sieht's wieder aus, das gibt's nicht. Ja, ich wollte eigentlich nicht mit einer Rettungsaktion anfangen, aber irgendwie bleibt mir gerade nichts anderes übrig. Die Holz. Nackig rumlaufen macht auch keinen Spaß. Wir haben zu viel Holz und allen möglichen Schrott. Ja, Shadow hat das alles Mögliche eingerichtet, aber natürlich alles komplett ohne Überlauf. Ja, ich weiß jetzt nicht. Sehr praktisch. Ja, und vor allem liegt hier trotzdem alles Mögliche rum. Wenigstens haben wir jetzt das Sludge überall angeschlossen. Das habe ich nämlich letztens gemacht. Ja, ich habe schon einen Überlauf für den Harvester und Planter machen müssen. Lass mich gefälligst hier stehen. Den hatte Shadow nämlich schon wieder vergessen. Und dementsprechend ist schon wieder alles übergelaufen. Und verdammtes Wasser. Der Boiler. Jesus. Konnte nichts mehr abbocken und irgendwo hin transportieren, das war etwas lästig. Ja, die Holzkiste hier ist mega voll. Aber was soll's, ich brauche vielleicht ein bisschen Birkenholz. Sorry für das ab und zu räuspern, ich habe mal wieder einen Frosch ohne Ende im Hals. Und Äpfel könnte ich auch mitnehmen. Dann hat er wieder ein bisschen Platz hier in der Kiste. Ja, halt, warte, da ist noch so ein Enderteil. Komm her, komm zu Papa. Der Magnet ist übrigens sehr praktisch, den du mir gegeben hast. Ja, den habe ich letzt auch gemacht. Gestern, glaube ich. Nach der Folge. Und, habe im Nether eben ein bisschen Zeug abgebaut für das Dach drüben. Oh! Und deshalb. Oh, geil! Was? Na, mit dem Staff of Traveling war ich wenigstens direkt wieder oben. Solange du dann nicht wieder runterfällst. Perfekt. Ich frage mich eigentlich, warum. Ah, da ist gar kein Holzblock, das sind Schubladen. So. Ja, die sind komisch aus, die Teile. Was ich eigentlich zeigen wollte, ich habe hier jetzt auch noch ein paar Travel Anchors irgendwo hingehockt. Und kann damit jetzt endlich zum Beispiel mal direkt in die Fabrik und hier irgendwas schaffen oder direkt in den DSU-Turm und irgendwas schaffen. Oh, ich muss ein bisschen weg. Das wollte ich nicht. Und wie ihr seht, habe ich inzwischen alles hier angeschlossen. Geh weg, dumme Koordinaten. So dass die Sachen alle abgesaugt werden.
das kann man auch in der Fabrik nochmal sehen, dann läuft jetzt nichts mehr über. Das ist nämlich die Tage mal wieder übergelaufen. Oh, wir haben zu viel Sand. Der Sludge-Boiler produziert zu viel Sand. Auch zu viel Lehm oder sonst was, aber es macht nichts. Ich habe ein Überlaufding. Hast du eingebaut? Ich habe einen Mülleimer hingestellt. Alles, was halt nicht mehr in die Kisten packt, passt, wird in den Mülleimer gemacht. Ah. Das heißt, wir kriegen zwar alles erstmal nur 64 Stacks, aber wen kümmert's? Das reicht. Also wenn wir überlegen, Netherrack haben wir 2 Stacks. Passt doch. Ja, den können wir ja auch aus den Crops, das ist ja kein Problem. Aber Eisen haben wir halt auch jede Menge, wie ihr seht, das wird nur langsam abgezogen. Dafür habe ich mal die ganzen Maschinen upgraden müssen. Die haben jetzt alle schon ein Speed-Upgrade, und zwar nur die Pulverizer, die viel schneller sind, und die Öfen haben inzwischen sogar 2 bekommen. Gott, haben wir einen Energiekonsum. Ja, dann ist ja gut, dass da oben so viele Solarzellen sind. Aber ich habe deinen ersten Ofen hier, gesehen, der springt trotzdem noch an. Hm? Ja, sogar dein Ersatzofen springt ab und zu noch an, aber nicht so oft. Nee. Wirklich benötigt wird der jetzt nicht mehr mit den Upgrades. Also der ist wirklich nur da, wenn der andere Ofen voll ist, dann wird hier Pulver reingehauen, sonst läuft das, staut sich das alles zurück. Habe ich letztes Mal wieder eingebaut, als hier wirklich alles... Ich bin gekommen, es fing hier schon an. Alles übergelaufen. Ja, ich habe es vorhin auch gesehen, als ich angefangen habe, hier die Produktion umzuleiten, sodass wieder irgendwas reingepasst hat, haben die alle wieder angefangen zu produzieren. Es lag auch alles voll. Ja. Aber ich meine, warum soll man die Krabben sammeln? Es wird alles aus Steinen hergestellt. Es ist eigentlich super praktisch, so an Rohstoffe zu kommen. Ja, schon. Da wir inzwischen so weit sind, dass das automatisiert wird, haben wir schon mal alle wichtigen Rohstoffe. Alle neuen Metalle und Silikon. Und zwar... Redstone, Glowstone. Hier drüben. Na, das hier kennt ihr schon. Oh, das Zeitpunkt weg, ey. Du? Hat Shadow, McFisto noch die Ingots alle rein. Sehr cool. Das heißt, wir brauchen unbedingt den nächsten ME. Ja, ich weiß, damit das automatisch bauen kann. Aber wir haben hier schon mal alle Ingots in den DSUs drin. Oh, 37. Ihr seht, wir haben schon 10.000 Pfeffer. Eisen ist, glaube ich, noch viel mehr. 37.000. Und es wird immer mehr. Ja, das ist cool. Was hast du hier? Shiny. Jupp. Weißt du, das erinnert mich an was. Haben wir Shiny, ja. Ingot? Du und ich, ja. Mit Shadow. Nein, er hat Platin gesucht. Unbedingt Platin. Hat er Platin gesucht oder Shiny? Er hat Platin gesucht, weil ich glaube, es heißt Shiny Ingot. Oder war es andersrum? Auf jeden Fall, jetzt muss ich gleich nochmal nachgucken. Ne, es gibt ja beides. Ja, Shiny und Platin ist das gleiche, aber Shadow wusste es nicht und hat deswegen gesucht. Shiny Ingot heißt, und er hat Platin gesucht. Und wir haben gesagt, ja klar, wir haben. Bis er dann mal drauf gekommen ist, dass das gleiche ist. So, und ich mache inzwischen übrigens auch mal noch den einen Lootback hier auf, den wir letzt nicht hatten, mit dem Unstable Stable Ingot. Das ist der eigentlich nicht explodieren sollte. Ich gehe mal extra ein Stück auf die Seite, wo ja, zu meinem Haus geht, bist du verrückt? Geh ein Stück an den Rand. So eine Riesenexplosion sollte es ja nicht geben. Ansonsten bin ich maybe ja böse. Der hat nämlich gemeint, da sollte nichts passieren. Ich stelle mich mal hier hin, falls es brennt. Unstable Stable heißt, aber ich glaube, inzwischen hätte er schon angefangen zu blinken. Wenn es der Böse gewesen wäre. Und? Blinkt immer noch nicht. Ah ja, den Magneten Shift und Rechtsklick an- und ausschalten. Sonst braucht er die ganze Zeit Energie, was unnötig ist. So, Essen haben wir inzwischen auch eigentlich wirklich genug. Ich habe von jedem Sandwich mal einen gemacht. Da fehlt noch ein bisschen was, aber das kommt dann die nächsten Tage. Muss ich ja nicht alles... Der Magnet muss trotzdem in der Leiste liegen. Hm? Der Magnet muss in der Leiste liegen. Sonst wenn er nicht in der Leiste liegt, funktioniert er nämlich nicht. Und in der Leiste verliert er dann ganz langsam RF. Das probiere ich jetzt aus. Ah. Ah, doch, geht. Ja, das stimmt. Hast du recht. Jetzt ins Ding rein, da kommt das Essen angeflogen. Das Essen kommt aber angeflogen. Perfekt für dich. Oh, das wäre doch schön. So, hier Schlaraffenland. Ich weiß nicht, ob du auch Monkey Island kennst. Wen? Monkey Island. Uraltes Adventure. Nee.
Da gab es irgendwo eine Stelle, wo man zu so einem komischen Gouverneur gekommen ist. Und der hat auch dann die ganze Zeit nur in sein Bett gelegen und hatte irgendwie so drei Schläuche, wo Essen rauskam. Hat dann die ganze Zeit einfach nur den Schlauch aufgemacht und gefuttert. Jetzt habe ich mein Ding unten vergessen. Nein. Ah, ich habe hier auch noch... Heiß. Hab hier auch noch eine Ender-Pouch. Nur für Essen. Oh, praktisch. Ja, aber die sortiert mir das Essen weg. Also die ja, praktisch. Bringt mir nicht das Essen, sondern die sortiert es weg. Ich hab's schon richtig verstanden. Ich wollte jetzt gucken. Wir wollten mal anfangen zu gucken nach dem ME, oder? ME? Nee, ich hatte jetzt noch eine andere. Ja, ich hatte noch eine andere Idee. Ich wollte hier, hier sollen Golems mir die Arbeit abnehmen. Die sollen hier mal alles schön sortieren. Das heißt, ich muss noch ein bisschen Towncraft machen. Wie du magst, ich gehe jetzt erstmal gucken, was brauchen wir denn überhaupt für ein ME? Zertusquarz, Netaquarz, also. Welches ME brauchen wir hier eigentlich überhaupt? Braucht man da dieses komische, hässliche, mit was wir auf Minecraft City haben? Oder das, was wir davor hatten? Das von Minecraft City. Nein! Das ist so kompliziert zu bauen. Das mag ich nicht. Ja, das kriegen wir alles hin. Das mache ich schon. Zertusquarz haben wir jede Menge. Und das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, also wir müssen keine Zertuskristalle suchen gehen. Ja, und die Seeds kann man relativ einfach herstellen, habe ich gestern gesehen. Ja, nee, also Zertusquarz haben wir. Ich gehe gerade gucken, aber das müsste jede Menge sein. Das kommt ja aus diesem der Verarbeitung. Wir haben schon 31.000. Also, so schnell gehen wir das nicht aus. Es wird ja vor allem jetzt wieder mehr, wo die Produktion läuft. Golemanzi muss ich machen. Ich habe 35 Level. Hast du eigentlich die ganzen Erfahrungslevel aufgebraucht oder muss ich Shadow die Ohren langziehen? Wo? In meinen Erfahrungsoberlisten, da waren über 70 Level. Ach so, ich nicht. Und vor allem, wenn du die nach und nach aufbrauchst, dann kannst du ja 30 rausziehen und dann sind das eigentlich nur so 3, 4 von diesen 70 Leveln, höchstens 5. Nö, ich war das und jetzt, nicht. Und jetzt war es für ihn komplett leer. Alle weg. Ich war es so, nicht. Keine Ahnung, da hätte ich 2 Millionen Sachen verzaubern können. Ich war es trotzdem nicht. Ja, ist okay. Dann muss ich Shadow mal hauen, wenn er kommt. Also mit dem Schwert natürlich. Alles oder nichts. So. Zu den Crops und guck mal. So, ich muss jetzt hier wieder researchen. Das, ja, ich mag es eigentlich gar nicht. Quartz Essence, Freaks Essence. Aber ich habe es mir selber ausgesucht. Ah, das ist gut. Guck mal, was der Freaks Essence herstellen kann. Ach, direkt Freaks Crystals. Krass. So, aus 9 mache ich 2 Flux Crystal und aus einem und mehr Essenz ein Pure Flux. Das ist, glaube ich, ein ziemliches Verlustgeschäft. Aber schon mal gut, dass wir das einfach herstellen können. Ach, diese komischen Schubladen hier. Ah, okay. Aber das ist nichts. Ach, verdammt, ich habe nach dem Stack Limit geguckt, statt nach dem, was drin ist. Ah, warte, so. So, und dann das hier. Dann haben wir die erste Verbindung. Oh, was? Ja, auch, ja, Dings hier halt, Towncraft. Bin ja selber schuld, ich wollte es ja nicht anders. Und das hat, glaube ich, auch... Jawohl. Och, Quatsch, haben wir eine Menge. Jetzt müssen wir noch... dann habe ich das erste, den ersten Research von den Golems. Trainiere. Ich stelle uns gerade Netaquarz her. Boah, das ist auch gut. Kann man auch immer gebrauchen. Ach, die blöden Schubladen. Dürdler. Ich habe Flux Crystals, ich habe Netaquarz, Zertusquarz haben wir als Dust, Shadow. Aber was habe ich eben gesagt? Ich hau ihn, wenn er kommt, weil er hat bestimmt die Erfahrungslevel.
klaut. Ey, warum? So, was noch einmal hätte ich draufhauen müssen, dann wäre er gestorben. Okay. Das Schöne ist natürlich, wahrscheinlich kriegt das gar nicht mit, weil er noch am Ladebildschirm hängt, behaupte ich mal. Danach wird er eben 5 Minuten später gehauen. Vielleicht Herber. Herber, war das nicht Herbä oder sowas? Herber. Klingt wie Hertha. Ja, da! Komm schon, guck's mal! Das hier weg. Und das hier hin. Nein. Aber dann können wir das. Hä? Hab doch was. Meinst du, ich weiß noch, wie ich mit diesem verdammten Applied Energistics anfange? Ich glaube, am besten fängt man immer mit so einem komischen Speicherding an. Ach, machen wir es eben so. Was ist denn hier? Das sind so komische Bubbles. Cost of Copy Disk Research. Gesundheit. Ich will das hier nicht kopieren. Ach, da brauchen wir noch Putz. Verdammte Scheiße. Jo, Straw Golem. So, ich meine noch. Oh, jetzt können wir schon. Jetzt können wir schon einen Haufen mehr machen. Golemenzen Bau. Hä? Ach, das ist schon Research, das müssen wir nicht nochmal machen. Dann Silikon. Ah, so kann man die Prozessoren machen. Weil es gibt wahrscheinlich gar keine Pressen hier, fällt mir mal ein. Wir können wohl schlecht Meteoriten suchen und pressen. Und die Presse finden im Meteorit, so rum. Wahrscheinlich habe ich jetzt das ganze Research. Ich habe noch kein einziges Research jetzt gekriegt. Ja, aber wie? Unit Scribing. Ach so, ich habe kein Scribing Tool. Ich gerade gewundert, weshalb ich nicht kein neues Research Ding krieg. Jo. So, was brauche ich jetzt? Diamant, Redstone. Irgendwie Chest haben wir schon. Wenn man ein paar Werkzeuge hätte, die ich brauchen werde. Warum kann ich den hier nicht machen? Voll die belegte Stimme hier. Hä? Oh ne, bitte sag jetzt nicht. Ach ne. Auf Certus Quarz Crystals. So, wir haben hier ein paar neue Research, die müssen wir alle bis zum nächsten Mal machen, damit wir hier, Ich muss Sand ziehen. Sand sieht man noch nirgendwo. Verdammt. Sand? Ja. Das heißt, ich werde Sand sieben müssen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das schon längst haben. Ja, wir sieben Staub und, wohl. Sind wir nicht Sand? Jetzt bin ich irritiert. Nee, ich hätte eigentlich auch gesagt, wir haben das schon lange. Also wir machen hier Gravel. Ne, wir sieben Gravel und Staub. Also Kies und Staub. Aber die Zwischenstufe Sand wird leider nirgendwo gesiebt. Verdammt! Das ist doof gelaufen. Ja, unglaublich. Sehr lustig. Ja. Dann würde ich sagen, muss ich das Ganze hier auch noch ein bisschen upgraden. Dann mache ich beim nächsten Mal halt eine kleine Fabrik, die uns ein bisschen Certus Quarz herstellt. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir irgendwo schon welchen rumfliegen haben. Certus Quarz. Naja, man weiß ja nicht, was Shadow schon aufgebraucht hat. Ja, mal alles, was er gerade findet. Ha, hier haben wir Certus Quarz, aber halt nicht sonderlich viel. War das jetzt? Motion oder Motus? Geht nicht. Nein! Ach komm so, drei so Dinger. Hinweg. Ja, es fehlt nur noch hier eine Verbindung.
Ordo und Spiritus. Was war Ordo? Was? Redstone. Diamanten brauche ich. Diamanten. Ah, die habe ich noch in der Fabrik. Oh, verdammt. Sollte ich vielleicht alles mal hier anschließen, dass ich hier alles finde. Wird echt Zeit, dass das dumme ME fertig ist. Ich hab nicht mal angefangen. Nee, gar nicht. Guck mal, am besten gerade, wie ich den anderen dummen Prozessor mache. Gold. Dann würde ich vielleicht gerade noch Gold mitnehmen. Und dann das hier und dann nichts vergessen. Ja, so. Und Silikon natürlich. So, wir sind bei 20 Minuten angekommen, schon wieder. Mord schon wieder. Ja, dann mache ich noch gerade ein paar Prozessoren und brenne die dann vielleicht zum nächsten Mal. Ach Quatsch, Mensch, ich bekomme es. Ich will natürlich zur Monsterfalle. Schade, dass man mit dem Stab immer ein Stückchen weglaufen muss. So. Oh ne, geht das jetzt nur einzelweise? Bitte nicht. Kann es abgehen, dass das hier nur einzeln geht. Auch zusätzlich noch den blöden Quarz. Geht nichts anderes. Oh. Ah doch, wenigstens lässt sich das automatisieren. Klicken. Gut, dann mache ich noch einmal die anderen Prozessoren und bis zum nächsten Mal verarbeiten wir den Chamas dann. Silikon und Gold so rum. Das Quarzmesser reicht irgendwie nicht so lang. Passt irgendwie nur ein paar 50, das ist echt deprimierend. Ja, was passt nur ein paar 50? Das Quarzmesser schafft man nicht mal 64 Anwendungen, dann ist es schon kaputt. Gut, ich brenne die bis zum nächsten Mal und dann gucken wir mal, dass wir beim nächsten Mal dann ein bisschen was draus bauen. Warte, ich will noch eins machen. Das und das. Ah toll, da haben wir Zeug drin. Ich hatte doch gerade... Ah, Gehirn wahrscheinlich. Nö. Brains. Ja, was machst du? Ich probiere noch einen Research hinzukriegen. Das kriegen wir auch hin. So, und dann brauchen wir da nochmal einen Mensch. Mensch? Nee. Oh, verdammt. Ich glaube, ich schaff's doch nicht. Ja. Na doch. Gerade. Ich habe halt noch keinen Towncraft gemacht, deswegen konnte ich da nicht mitreden. Also hier auf dem Server. Angefangen habe ich sowieso schon lange nicht mehr. Jetzt bin ich wieder irgendwie Motor. Bist du gerade was am Forschen? Ja, deshalb stehe ich so in der Ecke rum. Ja, nee, siehst du irgendwas? Ich sehe nur Fragezeichen auf der Karte. Ja, ja, ich sehe was. Ah, schade. Du musst alle Aspekte ja verbinden, ich weiß, aber ich sehe es halt nicht. Beim paar Versionen vorne dran, also wo wir das gemacht haben, konnte man noch zusammen sich hinstellen und zusammen forschen und jeder irgendwas aus seinen Aspekten hinklicken. Das scheint aber leider nicht mehr zu gehen. Das wäre es gewesen. So, so. Und dann kommt da das dahin. Verwenden! Ja. Gut, das war's von dieser Folge Minecraft Sky Factory. Bis zum nächsten Mal. Habe ich vielleicht auch Shadow schon Golem. Ich warte mal noch Shadow, weil er mir die Level gemobst hat. Ja, ja, genau. Den, und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, Minecraft. Leute. Tschüss, Varuna. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.